Moin, Tausend, und herzlich willkommen. Ja, was könnte das wohl wesen? Ja, was könnte das wohl sein? Zu einem neuen Plattdeutsch für Anfänger. So, mir kommt das ganz besonders komisch vor, dass ich hier jetzt wieder Hochdeutsch rede. Aber ich habe vor einer Zeit lang mal gefragt, wer gerne ein Plattdeutsch für Anfänger haben möchte oder ob ich das noch mal machen soll. Und da haben ganz viele Ja gesagt und ja, da morgen wieder doch einfach, dann machen wir das auch einfach. Und ich habe mir gedacht, ist Weihnachten, morgen wieder doch eine Weihnachtsedition, Weihnachtsedition von der Heile Wag. Und ich habe ja ein nötiges Gedicht mitgebracht, also ich habe euch ein kleines Gedicht mitgebracht. Und zwar, naja, okay, so lötig ist dann nicht, der hat drei Verse, sag ich mal Verse, Strophen, egal. Ihr werdet, was ich meine. Der hat drei Versen, Strophen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So gehört ist er dann doch nicht. Da dieses Video nicht zu lang werden soll, habe ich mir gedacht, ich mache immer eine Strophe, ein Vers, wie auch immer. Nennen wir das einfach mal Vers. Ich mache ein Vers. Und, also einmal auf Plattdeutsch und natürlich auf Hochdeutsch, sonst wird es dann die Plattdeutsche Anfänger heißen, ne? So, hör ob tau sabbeln. Los geht's. Kiek mal, wat ist der Himmel so rot? Dat sind de Engels, de backt dat Brot. De backt der Weihnachtsmann sin Stuten, für all de Lütje lecke schnuten. So, das war der erste Teil von diesem Gedicht. Und nun mache ich den nochmal für euch auf Hochdeutsch. Schau, was ist der Himmel so rot? Das sind die Engel, die backen das Brot. Die backen dem Weihnachtsmann seinen Stuten für all die kleinen Leckerschnäuzchen. So, Leckerschnäuzchen hört sich ein bisschen komisch an, aber so ist das eigentlich, ja, genau übersetzt, wenn man so will. Ja, man kann auch Leckermäulchen nehmen. Das klingt, ja okay, das klingt auch nicht so besonders, aber ja, wie heißt? Auf Platt ist das einfach am besten. Auf Plattdeutsch ist das einfach am besten, weil ganz oft kann man so plattdeutsche Sachen, ich meine, ist ja bei anderen Sprachen nicht anders, da kann man jetzt wieder übersetzen. Obwohl, okay, da kann man weiter übersetzen. Meistens so nicht, egal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wie nächste Video kommt dann der nächste. Ach, Maurik dann. Beim nächsten Video kommt dann, wie heißt, der nächste Abschnitt von diesem Gedicht, also der zweite Teil. Und in einem weiteren Video kommt dann der dritte Teil. Ja. Nun will ich auch gar nicht so viel proten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich will auch gar nicht so viel sprechen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Oh ja, und wenn ihr mir abonnieren wollt, dann könnt ihr da unten Löwigung irgendwo machen. Und ihr müsst noch nicht bahn gewesen, das kostet nichts. Also, wenn ihr mich abonnieren wollt, das könnt ihr da unten irgendwo machen. Und ihr braucht keine Angst haben. Das kostet nichts. Abonnieren klingt ja mal so, ja, als wenn Food Geld kosten da. Also als wenn das gleich Geld kosten tut. Tut ein Auto. Tschüss.